Jedenfalls für diejenigen, die mit solchen Kraftwerken noch weniger Ahnung haben als ich, das funktioniert mehr oder weniger so, dass man, wenn gerade kein Strom gebraucht wird, zum Beispiel nachts, mit dem Überschussstrom dann Wasser eben aus dem Fluss im Tal hochpumpt und hinten in den Stausee reinschmeißt, damit der immer schön gut gefüllt ist für Zeiten, in denen man wieder mehr Strom braucht. So irgendwie, so funktioniert das. Ich bin kein Experte, was das angeht. So, dann bezüglich eine Runde Schwimmen hatte ich gerade überlegt, ob das nicht eventuell lustig wäre. Problem, da stand gerade ein Schild Baden verboten. Ich vermute mal, das könnte irgendwas mit so fiesen Strömungen und ähnlichem Zeug zu tun haben, was es da im See durchaus geben könnte. Wäre plausibel. Deswegen nichts mit kleiner lustiger Wasseraktion. Ehrlich gesagt bin ich nicht ganz böse, weil heute ist es auch nicht so heiß. Wetter sieht so ein bisschen so aus, als könnte es heute noch mal irgendwann regnen. Hätte ich nichts dagegen, kann ich endlich mal in Ruhe meine Regenjacke ausprobieren, die da hinten auf den Rucksack geschnallt ist. Ja, und ihr werdet es jetzt im Moment auch schon mindestens jetzt festgestellt haben, dass ich andere Ausrüstung verwende als beim letzten Mal. Das war ja auch durchaus der Plan, dass ich verschiedene Ausrüstungsvariationen durchtesten möchte auf dem Westweg. Und was ich jetzt hier aufhabe, den zeige ich euch natürlich auch noch im Detail, ist ein günstiger 50 plus 10 Liter Rucksack von Quechua. Kennt ihr Quechua? Das ist so ja, die Hausmarke vom Decathlon. Das wiederum ist ein französischer Sportartikel. Ja, Discounter muss man sagen. So der Sport-Aldi, wenn man so will. Nicht, dass es bei Aldi nicht auch mal hin und wieder das eine oder andere Ausrüstungsgegenständchen gäbe, mit dem man zumindest als Anfänger erstmal was anfangen kann. Ja, und ich wollte jetzt einfach mal ausprobieren, da hatte ich jetzt das dringende Bedürfnis, inwiefern denn die teure Quechua-Ausstattung, wohlgemerkt die teure, mit dem billigen Zeug würde ich wirklich nicht rumrennen, aber die haben auch innerhalb ihrer Billigmarke teures Zeug und das wird getestet. Jetzt muss ich kurz einen Schnitt machen. Ja, hier ist gerade ein bisschen viel Publikumsverkehr, aber ja, ganz schnell nochmal zum Rucksack. Wie gesagt, ich erzähle euch die Details später. Kostenpunkt von dem Teil jetzt 100 Euro. Die haben auch wirklich extrem billige Rucksäcke, die im Prinzip ein Stück Nylon mit billigsten Faden mit Trageriemen dran quasi darstellen. Sowas ist natürlich Murks, aber ja, den ich jetzt halt habe, das ist eben so ähnlich wie die teuren Rucksäcke von Miltec. Die haben ja auch teure Sachen, die sind dann schon in Ordnung. Und so hoffe ich, dass das auch bei diesem Rucksack der Fall sein wird. Trageverhalten bisher wunderbar, überhaupt nichts zu meckern. Hat jede Menge lustige Extras, alles weitere später. So, jetzt habe ich hier noch was ganz Interessantes gefunden, und zwar dieses Schild. Die Murkschifferschaft hat hier Privatwald. Das ist natürlich schön und gut, dass Sie darauf hinweisen, dass es sich hierbei um Privatwald handelt. Hat für unser eins als den Wald Betretender erstmal keine rechtlichen Konsequenzen. Wobei ich mir halt schon vorstellen könnte, wenn man das nicht weiß, schreckt einen so ein Schild jetzt schon ab, wenn man jetzt angenommen waldläufermäßig hier durch die Gegend stapfen würde und jetzt in so einem Wald übernachten wollte, dann würde man sich das vielleicht gegebenenfalls weniger trauen, wenn da groß Privatwald dran steht. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Die Murkschifferschaft ist was, dazu mache ich jetzt keinen extra Vortrag daheim und schneide den nicht rein, sondern erzähle es euch gleich. Und zwar ist das tatsächlich Deutschlands älteste Waldbesitzervereinigung, in Anführungszeichen. Die haben sich zusammengetan, also verschiedene Privatmenschen, und sich Wald gekauft und dann quasi in eben dieser großen Gemeinschaft vieler Privatmenschen den Wald dann von ausgewählten, ja, natürlich auch Forstmenschen, verwalten lassen und am Gesamtgewinn quasi, den dann dieser große Betrieb der Murkschifferschaft eingenommen hat, wurden dann alle, die da quasi dazugehört haben, zu eben dieser Genossenschaft von Waldbesitzern anteilig beteiligt. So, und das Besondere an dem Teil ist, dass das Ding uralt ist
Und da kann man auch noch so ein bisschen feststellen, woher der Name Murgschifferschaft kommt. Denn die haben hier im großen Stil damals ziemlich viel abgeholzt und die entsprechenden wertvollen langen Tannenstämme, speziell eben Tannenstämme, zu Flößen zusammengebunden, in die Murg geschmissen, in Anführungszeichen. Und besagte Flöße wurden dann wirklich teilweise in riesigen Ausmaßen, also die Flöße, 200 Meter lang und so Späße, mit einzelnen Hütten drauf, Viehbestand drauf, quasi als schwimmendes Dorf, nach Holland geschifft. Und ja, weil das so quasi damals der Haupterwerbszweig der Murgschifferschaft gewesen ist, heißen die Murgschifferschaft und nicht etwa Murgtal Waldbesitzervereinigung oder irgendwie sowas. Und da das Ding so alt ist, sind die auch heute noch eine Genossenschaft alten Rechtes oder alten bürgerlichen Rechtes, irgendwie sowas. Stand da eben auf dem Schild, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt es gelesen. Ist was ganz Besonderes, ist nicht immer ganz unkritisch, weil die teilweise an die Waldbewirtschaftung doch noch sehr traditionell rangehen. Und die haben auch in ihrer Satzung drin stehen, in diesem uralten Papier, dass es schon primär um Gewinnerzielung gehen soll und weniger jetzt um Naturschutz und solche Dinge. Ja, so viel zur Murgschifferschaft. Ich starte mal ein bisschen weiter. Ja, nach einem durchaus heftigen Anstieg nähern ich mich dem Herrenwieser See offensichtlich, denn hier gibt es ein solches Schild, dass es sich hier offenbar um ein Naturdenkmal handelt. So Schilder sind ja generell für uns als Trekking-orientierte Wanderer durchaus interessant, weil wir hier halt eben nicht vom Weg runter dürfen und quasi damit nichts von dem dürfen, was wir sonst abseits des Weges denn gerne machen wollen würden. Dass hier Feuer zu machen nochmal explizit aufgeführt ist und Abfälle ablagern, selbstverständlich darf man das im normalen Wald halt auch nicht. Was insbesondere eben was Besonderes ist, ist Pflanzen pflücken oder beschädigen. Technisch gesehen darf man hier also eigentlich auch keine Beeren pflücken und hier steht halt auch eben dabei, was im normalen Wald nicht der Fall ist, jetzt muss ich nur das richtige Wort treffen, zu lagern. Sorry, Kamera bedienen und gleichzeitig Stock, da das ufert aus. Also sprich, hier dürfte man halt eben auch nicht bivakieren und da steht dann auch ausdrücklich dabei, das ist eigentlich fast in jedem Naturschutzgebiet irgendwo nochmal separat aufgeführt, ein Naturdenkmal ist für uns quasi das gleiche wie ein Naturschutzgebiet. Allerdings ist ein Naturdenkmal viel kleinräumiger. Das könnte dann halt dann doch wieder für den Wanderer interessant sein, dass er eben also weiß, kein Grund zur Panik. Hier kommt jetzt nicht ein, keine Ahnung, 4000 Hektar großes Naturschutzgebiet, sondern bloß irgendwas Kleines, was vergleichsweise schnell durchwandert ist und man kann sich da schon von entfernen, um dann halt eben wieder den Wald regulär betreten zu dürfen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mich sehr schnell jetzt und demnächst im Nationalpark Schwarzwald befinde, der dann halt eben wirklich ein 10.000 Hektar großes Naturschutzgebiet quasi ist, was das mit dem Lagern dann durchaus schwierig macht. Auf gut Deutsch, da muss man an einem Tag durch oder unterwegs wirklich ins Hotel oder solche Späße. Gut, See ist hier weg durch die Bäume zu erkennen. Ich stelle gerade fest, dass der Westweg scheinbar direkt gar nicht hinführt. Naja, vielleicht nachher noch. Ich möchte aber nicht vom Weg abweichen. Also ich laufe hier den Westweg und dann laufe ich auch wirklich den Westweg. Und ja, obwohl, ja scheiße, jetzt bin ich halt an der Abzweigung schon vorbei. Sagt mal, soll ich hingehen oder soll ich nicht hingehen? Menno.
Also gerade sage ich noch, so ein Naturdenkmal ist nicht groß. Das ist wirklich hier nur ein kleines Waldstück und trotzdem muss alles zugekackt und zugeschissen sein scheinbar oder zugepinkelt. Die anderen Bänke sehen auch nicht besser aus. Überall liegt mal wieder Müll rum. Warum denn ausgerechnet direkt hier an diesem wunderschönen Karsee, der hier langsam verlandet, tolle Schwingräsen aufweist? Also da könnte ich wirklich kotzen. Warum muss denn jetzt hier der Müll rumliegen gelassen werden? Das kann man doch gerade 100 Meter weiter tragen und wenigstens in den stinknormalen Wald schmeißen. Also das ist auch nicht schön, aber dass man wirklich so krass drauf sein kann, dass man das einfach direkt hier ins Naturdenkmal schmeißt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Was sich ebenfalls meiner Kenntnis entzieht, ist, warum es denn hier bitte einen Trampelpfad gibt, der da ans Ufer führt. Man kann hier schon an dieser kleinen Freifläche, in Anführungszeichen, am Ufer sehen, dass die paar Leute, die da durchgetrampelt sind, die Vegetation schon total verändert haben. Dieser Platz am Ufer da ist schon richtig eingeebnet und hat nichts mit der umgebenden Vegetation zu tun, die da durchaus hohes Gras aufweist. Und das da ist einfach nur so ein plattes Stück kaputte Vegetation, in Anführungszeichen. Also warum kann man sich da nicht bei so einem besonderen Naturstück hier einfach mal an die verdammten Regeln halten? Das erschließt sich mir wirklich nicht. Da könnte man sich aufregen. Aber hier haben wir eben diesen Schwingrasen. Sorry mit dem Wackelbild, das ist jetzt schon ein wenig rumgezoomt. Ich versuche es so gut wie möglich zu halten. Sprich, dieser Rasen hat gar keinen direkten Bodenkontakt, sondern schwimmt zum Teil wirklich auf dem Wasser. Ist was ganz Besonderes, hat eine ganz besondere Vegetationszusammensetzung. So moorartigen Charakter, aber ja, eigentlich nicht aber. Das ist es im Wesentlichen, dass das schon Moorvegetation ist. So ein Karsee, wie der entsteht, dazu kommen wir später. Hier hinten haben wir auch die gute Moorkiefer. Das dürfte auch wirklich welche sein, soweit ich das von hier erkennen kann. Eben, man kann halt auch eben vieles erkennen, indem man dann einfach irgendein zoomfähiges Gerät verwendet und muss da nicht drin rumlaufen und muss infolgedessen auch nichts kaputt machen. Und ja, da hinten kann ich vielleicht noch... Nein? Ah ja, da. Genau, da haben wir also auch noch ein weiteres Stück von diesem Schwingrasen. Sehr schön, sehr interessant. Leider mit so ein bisschen bitteren Nachgeschmack eben durch diesen Fleck hier. Das nervt mich sehr, inklusive diesem blöden Papier, Klopapier, was hier überall rumliegt, oder Tempo oder was auch immer. Sonst ein sehr schöner See, doch sehenswert. Gut, dass ich hergelaufen bin.